Vielleicht habt ihr schon vom Orderbuch, dem Orderflow oder dem Orderflow Trading gehört und euch gefragt, was dahinter steckt. Falls ja, dann seid ihr bei diesem Video ganz genau richtig, denn ich möchte das Orderbuch kurz mit euch besprechen. Aber auch für einen Investor ist es ganz, ganz wichtig, mal zu wissen, was ist das Orderbuch überhaupt? Was mache ich da überhaupt? Wie kommt ein Kurs zustande? Und natürlich dann darauf aufbauend auch die große Frage, wie bewegen sich Kurse? Und wie können wir vielleicht Kurse prognostizieren oder eben nicht prognostizieren? Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist René Bärtheit und dieses Video ist wie immer keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Finanzinstrumenten, sondern wir wollen hier heute mal in die Theorie einsteigen und in meinen Augen ist das Orderbuch eine der absoluten Basics, eine der absoluten Must-Haves, weil man darauf aufbauen zunächst einmal versteht, ja, was die Börse tatsächlich ist, aber auch eben, wie die Börse funktioniert und welche Implikationen das Ganze hat. Also schauen wir uns mal das Orderbuch an und schauen wir uns damit mal ganz genau an, was der Markt wirklich ist. Und da beginnen wir mit der ersten zentralen Frage. Was bewegt den Kurs? Das heißt, was ist wirklich verantwortlich für die Kursbewegung? Und ich glaube, die Frage hat sich jeder schon mal gestellt. Und wenn man dann in den Medien sucht, dann wird man natürlich auch ganz schnell fündig. Dann heißt es, ja, der deutsche Aktienindex zum Beispiel hat gestern kaum eine Bewegung gemacht, weil man auf die EZB wartet. Also wir haben das Warten auf die EZB dafür hergenommen, dass der Kurs sich kaum bewegt hat, dass wir keine Trends hatten. Oder eine News, wir sind aktuell zum Zeitpunkt dieses Videos mitten in der Quartalsaison. Da ist natürlich auch ganz gerne mal zu lesen, dass eine News letztendlich dafür verantwortlich war, dass der Kurs massiv gesprungen ist oder massiv gefallen ist. Und dann kommen gerne auch noch so Begründungen dazu. Man hat die Erwartungen überfüllt oder erfüllt oder man ist unter den Erwartungen geblieben und versucht damit dann dementsprechend die Reaktionen an der Börse zu erklären. Das ist zwar auf den ersten Blick logisch und man kann natürlich auch einen gewissen kausalen Zusammenhang herstellen, aber schaut mal in den Medien nach, wie oft werden solche Zusammenhänge hergestellt, wo man sagt, naja, man sucht da vielleicht nur eine Begründung. Von daher könnt ihr euch auch mal die Frage stellen, wie oft musstet ihr schon mal einen Grund angeben, warum ihr gerade die Aktie kaufen oder verkaufen wolltet. Also ich musste das in meinen 25 Jahren Börsenerfahrung und Börsentrading bisher noch kein einziges Mal. Insofern sollte euch schon mal klar sein, dass all die Begründungen, die zwar oftmals logisch sind oder logisch klingen, sagen wir es mal so, auf der einen Seite einleuchtend sind, auf der anderen Seite aber auch ja zumindest nur eine Theorie, eine Annahme darstellen. Ich möchte euch zeigen, was den Kurs tatsächlich bewegt. Denn es gibt nur eine wirklich objektiv korrekte Antwort auf diese Frage und die korrekte Antwort ist relativ simpel. Der Kurs wird durch sich treffende Kauf- und Verkaufsaufträge ja im Grunde bewegt und entsteht dadurch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man liest ja ganz gerne auch mal, dass wenn die Kurse steigen, dass mehr Käufer da waren als Verkäufer. Das ist natürlich, ja, ich sag mal, in der so grundlegenden Formulierung Quatsch. Wir haben überhaupt keinen Hinweis darauf, wie viele Käufer oder Verkäufer jetzt an einer Kursbewegung beteiligt waren. Wir können auch noch nicht mal sagen, es war mehr Volumen auf der Kaufseite da als auf der Verkaufseite, weil jedem Stückzahl, jeder Aktie, die ihr kauft, muss natürlich auch ein Verkäufer gegenüberstehen, der im Grunde euch diese eine Aktie verkauft. Das heißt, wenn wir ein Handelsvolumen von 1 Million Aktien an einem Tag haben, dann gab es zu diesem Zeitpunkt 1 Million Käufer und 1 Million Verkäufer. Und das Einzige, was man vielleicht so postulieren kann, ist, dass die Käufer bereit waren, auch höhere Preise zu bezahlen und dementsprechend der Kurs vielleicht nach oben gegangen ist. Also, sich treffende Kaufs- und Verkaufsaufträge sind die einzig wahre Begründung für Kursbewegungen. Und da haben wir zwei mögliche Optionen, wie man am Markt agiert. Und zwar können wir mit Market Orders arbeiten oder mit Limit Orders arbeiten. Diese beiden Typen von Orders sind die grundlegenden Order-Typen. Es gibt natürlich noch darauf aufbauende Varianten, Mix-Varianten. Zum Beispiel, ihr kennt es vielleicht, ein Stop-Loss oder ein Take-Profit. Im Grunde sind das aber nichts anderes als, ich sag mal so, ja, heute getroffene Entscheidungen, die morgen ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Die Bedingungen werden dann eben zum Beispiel brokerseitig oder von eurem Computer überwacht. Und in dem Moment aber, wo diese Bedingungen erfüllt ist, wird dieser Auftrag, wird diese Order automatisch entweder zu einer Market Order, zum Beispiel bei einem Stop Loss oder beim Take Profit oder auch zu einer Art von Limit Order. Das hängt dann davon ab, welche Ordertypen und was für einen Ordertyp ihr nutzt. Aber im Kern gibt es diese beiden grundlegenden Ordertypen, Market Order
und Limit Orders. Und die beiden Ordertypen bezeichnet man ganz gerne auch als aktive Order oder passive Order. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, ja, wer jetzt so derjenige Marktteilnehmer ist, der, ich sag mal, aktiv seine Position eingehen möchte oder seinen Trade abschließen möchte. Also ich meine mit abschließen nicht verkaufen, sondern wer wirklich ganz aktiv in der Hand hat, dass er jetzt eine Aktion möchte und das auch zum, in Anführungsstrichen, erfolgreichen Abschluss führen kann. Das sind nämlich nur die Market Orders. Wenn du eine Market Order aufgibst, heißt das, ich möchte kaufen oder verkaufen und das zum nächstbesten Kurs. Und wenn der Markt liquide ist, dann wird es nicht mal eine Sekunde dauern und du hast deinen Trade initiiert. Eine Limit Order ist deshalb eine passive Order oder bezeichnet man ganz gerne als passive Order. Man hat natürlich aktiv in der Hand, wo man die Limit Order hinlegt. Aber damit diese Limit Order dann ausgeführt wird, braucht es immer einen anderen Marktteilnehmer, nämlich einen aktiven Marktteilnehmer, eine aktive Market Order. Der Kurs muss nämlich erst zum Limit laufen. Und deswegen ist man eher passiv, man wartet darauf, dass man ausgeführt wird. Das ist schon mal auch ein kleiner Hinweis für die Zukunft, wie bewegen sich Kurse. Denn ihr könnt hier schon mal festhalten, dass Kurse letztendlich zwar immer durch das Zusammenspiel von Kauf- und Verkaufsaufträgen bewegt werden, aber am Ende sind es die Market Orders, die den Kurs tatsächlich in die eine oder andere Richtung bewegen. Wie passt das Ganze jetzt zusammen und vor allen Dingen, was ist jetzt vor diesem Hintergrund dieser kleinen Definition das Orderbuch? Ganz einfach, das Orderbuch ist jetzt genau das oder ist der Versuch zu zeigen, wie der Markt momentan mit seinen Kauf- und Verkaufsaufträgen aufgestellt ist. Und nun ist relativ simpel, dass wir natürlich die Market Orders nicht messen können, weil eine Market Order wird ja quasi im Markt, kommt im, und trifft im Markt an und ein und wird dann ja mehr oder minder direkt ausgeführt. Wir wissen aber heute nicht, welche Market Orders kommen morgen, übermorgen, in der nächsten Minute, in der nächsten Sekunde. Was wir aber wissen, sind die Anzahl der Limit Orders, die im Markt sind. Warum? Weil Limit Orders eben passive Orders sind, die heute aufgegeben werden, aber vielleicht irgendwann erst in einer Minute, in einer Stunde, in einer Woche ausgeführt werden. Und diese Limit Orders, diese passiven Order, die kann man letztendlich messen und damit sind wir dann auch beim sogenannten Orderbuch. Ihr seht hier den Bayer-Chart im Hintergrund mit einem Kursverlauf und hier den aktuellen Kursen. Und wir sehen hier an dieser Stelle in diesem schwarzen Kästchen das sogenannte Orderbuch. Und das sind, wie gesagt, alle Passiv-Orders, alle Limit-Orders. Und da haben wir, ihr seht es schon, zwei Seiten, grün und rot. Kann sich wahrscheinlich jeder denken, auf der grünen Seite, also farblich meist grün dargestellt, sind die Limit-Käufer, also die Limit-Seite mit dem Bit, mit den Bits. Und auf der rechten Seite, bei uns auf der rechten Seite im Terminal, sind die Limit-Verkäufer, die sind hier rot dargestellt, die eben sagen, ich möchte zu einem bestimmten Kurs meine Aktien, meine Bayer-Aktie verkaufen, aber eben nur zu einem Kurs, der tendenziell höher liegt als der aktuelle Kurs. Also das kann man sich schon mal merken. Wenn man eine Limit-Order aufgibt, liegt die immer in der Regel über dem aktuellen Kurs als Verkäufer und unter dem aktuellen Kurs als Käufer. Legt man das, dreht man das um, wird im Grunde die Order automatisch zu einer Market-Order und man hat im Grunde eine Aktiv-Order. Relativ einfach aufgebaut, relativ simpel, also eine Limit-Verkaufsseite, eine Limit-Kaufseite und wir zoomen mal ein bisschen rein, dann können wir uns die Sachen auch noch etwas genauer anschauen, damit wir die Spalten auch kurz noch erklären. Ich denke aber, das ist schon recht simpel. Wir haben natürlich jetzt in der Mitte mit Bid und Ask die aktuellen Kurse und ihr seht, das ist gestaffelt eben, ja, der dichteste Bid und Ask ist diese 30,09 € auf der Kaufseite oder die 30,11,5 € auf der Verkaufsseite. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wenn wir jetzt eine, also auf der Ask-Seite, wenn wir jetzt eine Market-Order, zum Beispiel eine Market-Kauf-Order ausführen, dann treffen wir immer auf einen Ask-Kurs. Also immer in Anführungsstrichen, ich möchte es jetzt nicht zu sehr verkomplizieren, aber so das Grundprinzip ist, wir treffen auf einen Ask-Kurs, also auf einen Limit-Verkäufer und der liegt natürlich immer einen Tick über, beziehungsweise maximal auf dem gleichen Niveau wie aktuell. Also Bid und Ask sind die Limit Orders und als aktive Order, als Market Order, Kauf oder Verkauf trifft man dann jeweils den Bid oder den Ask. Was haben wir noch? Wir haben die Volumina, die ebenfalls im Orderbuch dargestellt sind. Ja, das sind übrigens sogenannte Level 2 Daten, die muss man in der Regel immer kostenpflichtig bezahlen. Dann hat man dort den Einblick. Es gibt verschiedene Arten von Orderbuchen und verschiedene Infos, die da dargestellt werden, aber das Grundprinzip sind die Bid- und Ask-Preise, das Volumen in Stückzahlen dann angegeben und man sieht hier auch, man hat quasi
Ja, diese Skalierungen nach oben. Hier unten ist die Gesamtsumme im Preisbereich als Limitverkäufer von 30,11 bis 30,16 €. Und quasi hier aktuell der derzeitige Kurs liegt halt in der Mitte dieser beiden Kursbewegungen. Was man dann auch noch hat, ist das Ganze grafisch dargestellt, optisch dargestellt, oftmals als Balkendiagramm. Das kann man auch teilweise im Chart direkt sich einblenden lassen. Und das hat den Vorteil, dass man einfach zum Beispiel sieht, wo sind größere Kauf- oder Verkaufsorder. Hier sieht man es zum Beispiel relativ simpel auf der 30,045 €. Da liegt mit 3048 Stück eine entsprechende größere, ich sag mal, Limit-Kauforder. Das heißt, wenn jetzt einer Verkäufer drückt und Market auf die Verkaufsseite drückt, dann, ja, was dann passiert dann? Ganz einfach. Also eine Order fließt rein. Nehmen wir mal eine Verkaufsorder, die Market reinfließt, von zum Beispiel 100 Stück. Dann wird natürlich geguckt, wo sind auf dieser Seite Limitkäufer. Und die Limitkäufer stehen bei 30,09 € und da stehen 895 Stück, was ganz klar bedeutet, meine 100 Stück, die ich da jetzt verkaufen möchte, werden ganz klar abgenommen. Es ist genug Volumen da und der Kurs geht quasi auf der 30,09 € und wir sehen hier quasi im Candlestick-Chart oder wo auch immer den letzten Kurs, nämlich 30,09 €. Was aber passiert, wenn ich jetzt 1000 Aktien kaufen möchte? Natürlich ändert sich dieses Orderbuch regelmäßig, aber wir tun mal so, als wenn es für diese Zeit fix ist und die Zahlen nicht ständig sich verändern, dann kann man ganz klar sagen, Moment mal, ich könnte 895 von meinen Aktien zu 30,09 € verkaufen, weil da sind genug Limitkäufer. Aber ich will ja 1000, mir fehlen also noch 105. Das heißt, ich müsste den Kurs dann eben auf die 30,085 runterdrücken, weil da liegen dann nochmal 228 Stück. Mir fehlen noch 105 von diesen 228, nehme ich dann tatsächlich eben 105 noch weg. Und damit habe ich den Kurs vom aktuellen Preisniveau eben genau diese, naja, in diesem Falle nur 0,5 Cent nach unten gedrückt, weil meine Market Orders das gesamte Orderbuch auf dem ersten Level leergeräumt hat und einen Teil vom zweiten Level darunter noch mitgenommen hat. Die Bereiche nach unten kann man zählen, sind hier müssten 10 Stück sein. Das nennt man die Tiefe, die Markttiefe. Das ist das Level. Und wir haben hier 10 Level nach unten in den Limit und 10 Level nach oben auf der Verkäufer-Limit-Verkaufsseite. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mal um die Ecke komme und sage, ich möchte 100.000 Aktien handeln und das auf Schlag, ich drücke da einmal rein, dann seht ihr, würden die ganzen ja quasi Stückzahlen hier, es sind ja nur 13.750, nicht ausreichen, um meine 100.000 zu bedienen. Und der Kurs würde wirklich von einer Millisekunde auf die nächste, weil das ganze Orderbuch leergeräumt wird, quasi durchrauschen und sogar noch deutlich unter die 30,045 € fallen durch meine Verkaufsorder. Also genau so funktioniert die Börse. Wir haben auf der einen Seite die Limit Orders, die wir im Orderbuch tatsächlich messen können und die wir auch sehen können, wenn man eben, wie gesagt, die entsprechenden Kursdaten dafür bezieht. Und auf der anderen Seite haben wir die Market Orders, die sehen wir nicht, die können wir nicht sehen, die dann quasi immer reinfließen und dieses Orderbuch, wenn ihr so wollt, sowohl auf der Limit-Kauf- als auch auf der Limit-Verkaufsseite leerräumt. Und je nachdem, was für eine Market Order eben reinkommt, springt der Kurs hoch oder runter. Und da sind wir bei einem letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Wer sind denn jetzt die ganzen Marktteilnehmer, die da reinkommen? Was ja für uns auch im Trading nicht ganz unwichtig wird. Denn am Ende wissen wir jetzt, nur dieses Orderbuch, nur die Zahlenkonstellation da drinnen, die bewegt den Kurs. Und wenn man sich dann mal anschaut, dass natürlich ja die Beweggründe, warum jetzt jemand ein Or im Orderbuch aktiv wird, sei es auf der Market-Seite, sei es auf der Limit-Seite, extrem vielfältig sein können, dann wird, glaube ich, schon mal so ein bisschen deutlich, warum es so mit der Kursprognose und Co. nicht ganz einfach wird. Denn wir haben ja zum Beispiel, die Leute könnten ihre Entscheidungen auf Basis von Fundamentals treffen oder eben charttechnisch treffen. Sie könnten News Trading betreiben oder eben klassisches Daytrading betreiben, also mit unterschiedlichsten Zeithorizonten. Wir haben unterschiedlichste Marktteilnehmer, die da agieren. Die ganzen Privatiers, wo wir zugehören. Die Fonds, die EZB, die Algorithmen, der Staat, Unternehmen, also Versicherungsgesellschaften. Und all diese Leute, all diese unterschiedlichen Beweggründe treffen sich ausschließlich im Orderbuch. Und ausschließlich im Orderbuch können entsprechende Kursbewegungen
ja im Grunde entstehen. Für mich ist an dieser Stelle wichtig, euch mal zu zeigen, was das Orderbuch ist, wie das Orderbuch funktioniert. Und so zum Abschluss habe ich ja schon mal einen kleinen Hinweis dahingehend gegeben, was man mit dem Orderbuch auch anfangen könnte. Man kann in den Markt hineinblicken, man sieht wirklich auch, was der Markt ist. Aber man sieht eben auch, so mit der Kursprognose und Co. wird es schon relativ schwierig, weil wenn ich in der Bayer-Aktie auf Sicht von 3 Monaten ein Ziel von 50 Euro ausrufe, müsste ich ja irgendwie erklären, wie das Ganze hier auch durch das Orderbuch zustande kommen soll. Nichtsdestotrotz möchte ich abschließend, ich hoffe, das Orderbuch im Aufbau, und darum ging es mir an dieser Stelle erst einmal vordergründig, ist soweit klar, noch einen wichtigen Punkt mit anführen, der gerade bei uns sehr, sehr wichtig ist. Und da geht es nämlich um das Thema Derivate. Das Orderbuch gilt für wirklich jeden Markt. Und zwar für jeden Markt, der, wenn ihr so wollt, durch Angebot und Nachfrage zustande kommt. Egal, ob es jetzt ein Future ist, egal, ob es jetzt eine Option, also Option als solches ist, egal, ob es eine Aktie ist, ob es ein Rohstoff ist, all diese Produkte, wir nennen sie mal Originalprodukte, Originalmärkte, kommen durch Angebot und Nachfrage zustande und dort haben wir genau dieses Orderbuch. Wenn natürlich auch immer wieder anders mit den anderen Zahlen und so weiter und so fort, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Derivate wie Knockout-Optionsscheine, Discount-Optionsscheine, CFDs, solche Konstrukte sind nicht im Orderbuch zu finden. Sie sind basieren und die Kursstellung und Kursbewegung dieser Produkte basiert auch nicht auf dem Orderbuch. Also die haben kein eigenes Orderbuch, sondern es sind Derivate, abgeleitete Produkte von der Bayer-Aktie. Ein Knockout-Optionsschein wird nicht, also ein Knockout-Optionsschein, wie wir ihn kennen, oder ein CFD auf die Bayer-Aktie, werden nicht durch Angebot und Nachfrage nach diesem CFD beeinflusst, sondern nur durch die grundlegende Bewegung im Basiswert, in der Aktie selbst. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, für diese Derivatenprodukte gibt es kein Orderbuch und die Kursfeststellung kommt und erfolgt dort auf anderer Ebene, im Grunde auf Basis eines Vertrages, wobei sich der Emittent verpflichtet, die Kurse so genau wie möglich am Original-Orderbuch der Bayer-Aktie auszurichten. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, gerade weil in Deutschland und in Europa, Deutschland, sehr viele Derivate gehandelt werden. Deswegen muss man da aufpassen, da gibt es dieses Orderbuch nicht. Ja, soweit zum Orderbuch. Soweit in meinen Augen wirklich zu einer fundamentalen Basis für das erfolgreiche Trading, für das erfolgreiche Investieren, ja, quasi an der Börse. Das sollte man verstehen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir werden natürlich diese Videos auch noch weiter nutzen und weiter ausbauen. Das soll es aber erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Also, ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ist das Orderbuch, was ist der Markt und habt vielleicht auch schon die ein oder andere Idee, wie ihr das für euch nutzen könnt. Wir werden es auf alle Fälle weiter verfolgen und das Ganze dann natürlich hier auch auf YouTube begleiten.